Hallo, willkommen zu den News 03 2018. Ich musste es gerade mehrfach filmen. Beim ersten Mal war der Akku leer von der Kamera, beim zweiten Mal der Akku vom Sender und jetzt nochmal war der Film total unscharf. Obwohl ich schon angefangen hatte mit Rendern. Danach habe ich das gemerkt. Ja, ich war beim Friseur. Nachdem wir vielleicht die Wähler mehr, also es kommen noch einige Videos, wo die Wolle extrem ist. Jetzt ist es mal kurz sommerlich. Warum ich heute hier aus dem anderen Zimmer filme? Ich bin in der Pension in der Nähe von Schwäbisch Gmünd und zwar in Lorsch, wenn euch das was sagt, in Baden-Württemberg. Weil ich bin momentan auf der Schulung in Wäschenbeuren bei Loxone Deutschland. Da mache ich gerade die aktuelle Schulung, mache ich gerade die Schulung. Modul 1, Modul 2 heißt die. Warum muss ich die machen? Obwohl ich eigentlich Loxone ja eigentlich beherrsche, habt ihr auf den Videos ja gesehen schon, kommen ja noch eine ganze Menge Videos. Ich war ja in 2017 insolvent gegangen, davor war ich ja 2,5 Jahre bei Loxone schon aktiv. Verlinke ich euch nochmal oben in der Videobeschreibung, habe ich in News 01 erzählt. Und jetzt bin ich ja seit dem 1., seit dem 29. März wieder selbstständig. Und jetzt muss ich quasi von unten die Karriere leider wieder auf mich hocharbeiten. Silberpartner, Goldpartner, Platinpartner, so ist das bei Loxone geregelt. Nur eben dazu brauche ich jetzt wieder die Schulungen neu. Aber ist nicht schlimm, ich lerne auf jeden Fall wieder Tipps und Tricks, habe ich heute aber schon dazugelernt. Und Günther, falls du das Video mal siehst, danke, die Schulungen bei dir machen echt Spaß. Ne? Dann danke an die neuen Abonnenten, an die neuen Zuschauer. Wir haben jetzt aktuell 93 Abonnenten. Ich bin mal gespannt, ob wir bis Ende der Woche die 100 knacken. Wäre voll cool. Ich freue mich drauf. Ne? Dann habe ich ein Geschenk bekommen von einem Zuschauer, danke an Martin, und zwar eine spezielle Schablone für Hohlbanddosen. Die werde ich auf der Baustelle demnächst mal einsetzen. Ist so ein Hightech-Gerät mit Wasserwagen integriert, mit allen möglichen Haltern, Schablonen und was war alles dran. Werde ich auf der Baustelle in 3 Wochen, 3, 4 Wochen einsetzen und dann wollen wir mal testen, ob die Schablone top, auch wirklich so top ist, wie es wie außen drauf steht. Ne? Dann zu den Kommentaren zu Ralfs Bastelbude. Ja, Ralf, ich gebe dir recht, das war wirklich ein langatmiges Erklären von dem Konfigurationstool, von dem Treppeplan. Video verlinke ich gerade nochmal hier oben, wer es noch nicht gesehen hat. Da muss ich zugeben, ich war zu blöd, um diese Software da zu bedienen. Werde ich demnächst vorher üben. Und ich werde es auch nicht mehr machen, ich werde es auch nicht mehr abfilmen, sondern ich werde, wie nennt ich das, dass ich den Bildschirm quasi mit aufzeichne, gibt es ja Software für. Dann kann man es wirklich scharf erkennen und ihr könnt da eher folgen, wenn ihr was daraus lernen wollt. Dann zu dem Kommentar von Heiko W. Ja, danke Heiko, dass du neuer Abonnent geworden bist. Ich kenne dich ja von vielen anderen Chats und Plattformen. Ja, du hast mich natürlich auch erst jetzt finden können, weil ich bin ja erst seit knapp 2 Wochen hier auf YouTube aktiv. Deshalb News 03 heißt, das ist jetzt quasi die dritte News-Folge. Die dritte Woche beginnt jetzt heute. So lange bin ich schon eben nicht aktiv. Aber danke, dass du mich gefunden hast und freut mich, dass du auch meine Videos gut findest. Dann danke für die Tipps und Tricks, die ihr mir schon mal nennt in den Kommentaren. Auch schon mal Sachen, verwende lieber die Schrauben oder mach das so oder so. Danke, ich kann ja auch was daraus lernen. Finde ich gut, dass ihr das macht. Ich will mich ja auch weiterbilden und dass vielleicht am nächsten Baustelle was einfacher geht. Danke dafür. Ne? Dann weiß ich noch nicht mit der Anzahl der Videos pro Woche. Momentan habt ihr gesehen, 7 Videos die Woche. Ob ich das zukünftig immer schaffe, weiß ich nicht, weil ich habe es letzte Woche stark gemerkt. Ich war ja auf der Baustelle, die Videos kommen demnächst, auf der Europa-Baustelle Smart Home in Bayern. Problem war, wenn man bis abends arbeitet, dann Hotel was essen und dann noch im Zimmer dann Videos schneiden, ist Wahnsinn, weil dann ist man irgendwann nachts um 1, 2 ist man damit erst fertig, bis das hochgeladen ist und dann morgens mit Ach und Krach aus dem Bett. Geht schon, aber ich versuche es. Ich will gucken, was ich noch vorproduzieren kann an Videos. Zum Beispiel nächste Woche die Außen, nächste, übernächste Woche geht die Außenanlage los. Nächste Woche Mittwoch fange ich an.
Dann muss ich gucken, wie ich das eben zeitig hinkriege, weil dann bei der Außenanlage im Tiefbau, da ist man natürlich abends schon K.O. Ne? Aber ich versuche es halt eben, ich mache es gerne, es macht riesen Spaß, ne? Sowohl das Filmen als auch das Schneiden, Vertonen und ja. Dann das Gewinnspiel aus dem Video Loxone Smart Home Rohbau Hashtag 1. Lass jetzt nur eine Woche laufen. Und dann werde ich nächste Woche Montag den Gewinner auslosen. Video verlinke ich nochmal hier oben. Dann haben mich welche gefragt nach Aufklebern, schräg Stickern von mir. Ich habe noch keine. Werde aber jetzt welche machen lassen. Und dann können wir auch diesen Stickertausch oder wie in Neudeutsch Sticker-Swap können wir dann gerne machen. Ich werde eine Stickerwand bauen. Ob sie hinterleuchte oder seitlich beleuchte, muss man überlegen. Wird auch ein Projekt werden. Dann könnt ihr euch bei mir dann verewigen und ich schicke euch natürlich dann auch einen Aufkleber zu. Ne? Ja, wenn die Videoaufnahmen, die Tonaufnahmen nicht immer die besten sind, Entschuldigung schon mal dafür, ist schon mal das Problem, wenn ich auf der Baustelle bin, da baue ich das ja, sag ich mal, live vorm Kunden, beim Kunden, da kann ich natürlich nichts wiederholen, das ist nun mal dann, wie es gerade passiert. Entschuldigung dafür, aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht passiert. Dann hat noch ein Vorschlag von einem Zuschauer, von Martin, ob ich meine damaligen Loxone-Projekte, wo ich noch selbstständig war, das sind eine ganze Menge. Es sind auch mehrere Großprojekte bei, das heißt mit extrem viel Beleuchtung, besonderen Sachen. Ob ich die mal veröffentlichen kann, da habe ich ja Fotos von. Ja, werde ich machen. Nur wann, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall demnächst. Ich werde mir nur vorhin so ein Greenscreen kaufen. Das ist so eine grüne Wand, wo ich mich vorfilme. Und dann kann ich mich dann quasi immer rundherum ausschneiden. Das Programm erkennt dann automatisch, wenn ich mich bewege und schneide dann immer mit. Und dann kann ich mich dann im Video hier unten in so eine Ecke reinsetzen und kann dann hier die Fotos einblenden, kann die dann kommentieren. Werde ich machen. Da kann noch ein bisschen was dauern, weil jetzt gerade erstmal gerade Baustellen aktiv dran sind. Ja, dann schon mal danke fürs Zuschauen und freue mich über Kommentare, über weitere Abonnenten und viele Zuschauer. Dankeschön. Ciao.